Auf bereit, also starten wir. Jawohl. Direkt rein. Wir sind noch auf Pause. Wir gehen noch mal kurz, machen einen kurzen Recap, was passiert ist. Also wollen wir das unter Pause noch machen? Oder? Ich hätte, oder? Wir können auch schon loslegen, wenn du willst. Okay, wie du möchtest, weil du gesagt hast, ich muss auch auf bereit gehen. Und ich hatte jetzt einfach Pause gedrückt, weil ich dachte... Nee, ich muss nur ins Spiel, weil sonst sieht man ja die Prüfsumme und alles. Also ich bin schon im Spiel. Genau. Ja, nee, ich konnte gerade noch nicht starten. Ach so. Aber jetzt konnte ich starten. Hier sind wir, Leute. König Sancho, der Schäbige, der Zweite von Aragon. Und Herzogin Barbilia, die Pfählerin. Also Pia hat auch schon Leute gepfählt. Ja, aber das waren Heiden. Ja, das ist okay. Ne? Also, und wir haben hier König Sancho. Was wundert euch nicht? Warum ist er so verstümmelt? Dass er da mit Pimmel reinkommt. Weil er zu geizig war für eine kompetente Ärztin. Er hat sich die billigste Ärztin genommen und die hat ihn für den Raid. Also, entstellt. Hallö, König Sancho ist was liederlich, trunkenbold, abscheulich, bucklig, entstellt und hat Liebesbläschen. Er ist unersättlich, arrogant und gierig. Das Motto seines Hauses ist, der Markt regelt das. Und Dankeschön, Spectre, für den es geht ihm halt ums und Geld, mehr oder weniger. Das Geld ist alles, was zählt. Er hat es auch tatsächlich schon geschafft, durch niederträchtigen Opportunismus, also während der König von Aragon sich mit einer muslimischen Invasion herumgeschlagen hat, bin ich ihm in den Rücken, also ich habe mich ihm erst unterworfen als Lehnsherr, als Lehnsmann, und dann gesagt, ich glaube, ich sollte herrschen, und habe dann das Reich an mich gerissen, während er mit einer Invasion beschäftigt war. Also es war wirklich sehr, sehr liebenswürdig. Und aber das war so recht banale weltliche Schurkerei. Pia ist nochmal ein anderes Kaliber. Erzähl uns von... Ne, guckt euch diese harmlose Gans an auf diesem Wappen. Und guckt euch diese schöne, elegante Frau an, die kein Wässerchen trüben könnte. Erzähl uns von ihr. Noch ist sie elegant und schön. Wir sind, tatsächlich sind wir unersättlich. Das heißt, es ist eine Frage der Zeit, wie lange wir ein schönes Wässerchen sind. Aber grundsätzlich, Herzogin ich kann es nicht aussprechen, die Pfählerin von Galizien, ist eine sehr gläubige Frau. Sie ist eine Katholikin durch und durch. Sie glaubt an Gott, sie glaubt an Jesus, sie glaubt an all die frommen Schriften aus der katholischen Kirche. Und sie glaubt vor allem daran, dass Frauen nicht alleine regieren sollten, sondern ihre Aufgabe darin liegt, ihren Männern zur Seite zu stehen, weswegen sie sehr konsequent Krieg gegen alle benachbarten weiblichen Herrscherinnen führt, weil das nicht in Ordnung ist, wenn Frauen regieren dürfen. Die eigene Doppelmoral hat sie noch nicht entdeckt, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, ne? Also nur für alle, die es noch nicht... sie ist selbst eine weibliche Herrscherin, ne? Also das ist so ein bisschen... Die katholische Kirche hat sich noch nie über irgendwelche doppelmoralischen Probleme gewundert und das machen wir auch nicht. Die anderen dürfen es nicht, wir dürfen es. Aber sie macht das ja auch in Absprache und in Unterstützung des Herren. Also, man muss das ja an der Stelle auch sagen. Sie hatte in der ersten Zeit hatte sie tatsächlich einige kleine Startschwierigkeiten. Erstens, ihr Mann mochte sie nicht besonders sehr. Zweitens war sie keusch, weil Sex haben ist ja eine Sünde. Kinder kriegen ist trotzdem wichtig. Wir haben auch gelernt, dass wenn du Kinder bekommst, du erstmal als dreckig zählst, bei Töchtern doppelt so lang wie als Sohn. Das war ein Dilemma, denn sie hat tatsächlich erstmal nur Töchter geboren, die gesamte Zeit. Und sie ist sehr verzweifelt daran und war nicht hundertprozentig sicher, was sie jetzt tun soll, weswegen sie eine Liebschaft mit einem Papst. Es wurde bei mir bereits gerade entdeckt, Ehebrecherin, ne? Ja. Wie kommt denn so eine tugendhafte Frau zum Ehebruch? Ja, hier? Ja, nein, also das wird ja vom Papst alles noch legitimiert, wir arbeiten daran, aber sie hat Gottes Geschenk empfangen durch den Bischof Giacomo Aliata
und hat mit ihm zusammen ein Kind gezeugt. Nur eines. Und das ist der einzige Sohn, den sie bekommen hat. Also wenn das keine göttliche Fügung und kein göttliches Kind ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Überwahr. Also, ne, nochmal in Layman's Terms, sie hat Ehebruch mit einem Bischof begangen, in der Tat. Sie hat auch neulich, haben wir nicht auch festgestellt, dass so ein bisschen leider der Papst ein Unzüchtiger ist? Und das ist eine große Herausforderung, weil ihre Töchter wurden durch den Papst ausgebildet. Und ist jetzt also unzüchtig. Und sie hat quasi, sie hat die Frau, mit der der Papst unzüchtig ist, hat sie tatsächlich schon im Fokus. Die ist gerade noch nicht nah genug dran. Aber sobald die an einen Hof zieht, der nah genug dran ist, wird sie auf jeden Fall diese lüsterne, vom Teufel gesandte Frau befreien, um auch den Papst aus diesen Klauen des Satans zu befreien und ihn zurück auf den rechten Weg zu schicken. Also diese Frau ist auf jeden Fall schon auf der Abschussliste. Ich habe sie sogar schon angepinnt letztes Mal. Hier, Offa Landen Nolfidi versteckt sich irgendwo im Wikinger-besetzten Schottland. Also, das zeigt ja auch, dass sie sich vielleicht auch selbst bewusst ist, welch Missetat sie beging, wenn sie so weit geflohen ist vor dem heiligen Zorn in Form von Pia. Der heilige Zorn in Form von Pia, das gefällt mir. Ja, vor ihrer rechtmäßigen Vergeltung. Und was auch noch interessant ist gerade, kurz vor Ende unseres letzten Streams ist der Papst, besonders zu Pias Erbauung, endlich auf die Idee mit den Kreuzzügen gekommen. Mhm. Das heißt, er hat sich Jerusalem auserkoren. Dankeschön, Witch, für die 2 Monate. Vielen lieben Dank. Eine fromme Herrscherin wie Pia hat ja vielleicht sogar natürlich die Option, das noch irgendwohin umzuleiten. Und so fromm ist gerade schwierig, ne? Also, der Warum? Ehebruch hat, also, auch der Papst hat noch nicht anerkannt, dass dieses Kind ein göttliches ist. Aber das wird er noch. Oh, okay. Das wird er auf jeden Fall noch. Also, ich werde mit dem noch Unterhaltungen führen. Ich meine, ich habe ja auch meine schönste Tochter, habe ich ja auch der Kirche gewidmet und dem Klerus versprochen. Und als Dank dafür hat mir Gott im Alter von 45 Jahren noch eine Tochter geschenkt. Also Gott ist mir offensichtlich sehr wohlgesinnt. Mein Ehemann gerade nicht so, aber mein Ehemann hat auch kein Verständnis für göttliche Angelegenheiten. Verstehe, verstehe. Ich bin jetzt gerade, ich gucke gerade, ob das geht, ob man den Kreuzzug umlenken könnte auf dieses schottische Besitztum, wo sich die Unzüchtige versteckt. Weil das ist ja, welche Religion haben die? Ich glaube, die sind auch katholisch. Nee, die sind auch katholisch, verdammt. Das sieht irgendwie wikingermäßig aus. Kleinkönig Gudred der Trockene von Sudreyar. Aber leider ist der auch, er klingt wie ein heidnischer Wikinger. Aber er ist leider, ein rechtschaffener, edler Katholik und damit ich wiederum habe ja, also meine Religion ist der Gulden, muss man ja ganz klar sagen. Der einzige Grund, auf dich umlenken. Ich bin ja auch Kathole, also formell gesehen. Der einzige Grund, warum ich beim Kreuzzug mitmache, ist, dass die Alternative wäre, Geld in die Kreuzzugskasse zu bezahlen. Ah, der Geil. Und das geht ja nicht. Bevor ich auch nur einen Gulden, lieber metzle ich 1000 muslimische Zivilisten ab in einem ungerechtfertigten Krieg, als auch nur einen Gulden aus meiner eigenen Staatsschatulle quasi. Also ich will ja darin baden, in meinem Geld, wie Dagobert. Deswegen, und vielleicht, ne, ich meine, ich habe mir sagen lassen, man kann auf einem Kreuzzug auch ein bisschen Geld scheffeln. Ich hab mir sagen lassen, die Heiden in der Ferne haben viele Besitztümer. Und die alle Gott gehören sollten. Ja, aber ja quasi auch Gottes Dienern auf Erden, findest du nicht auch? Auf jeden Fall. Weil, also das Schöne ist ja, ne, dass es gibt Punkte, Dankeschön, Jona, für den wo und ganz der Religionseifer und die Gier
sehr schön zueinander finden können und in friedfertiger Harmonie koexistieren können. Und der Kreuzzug, der war so, sowas, ne? Mhm. Gott braucht einen Verwalter für sein Geld, wird bei mir geschrieben. Genau, genau. Und es wird leider auch bei mir wieder geschrieben, das kann man wieder so gut aus dem Zusammenhang reißen. Mhm. Ja, das war tatsächlich ein Tipp von Pia auch neulich. Ich bereue ihn jetzt ein wenig, aber wir haben neulich drüber geredet, dass du dich immer freust, so wenn auch für Highlight-Videos und so, wenn Leute bei dir fleißig Clips machen. Mhm. Und seitdem habe ich meine lieben Zuschauer auch ein bisschen ermutigt, Clips mehr zu machen. Das ist schon ein bisschen fragwürdig geworden, und da bist auch wieder du schuld, als wir neulich Ravenous Devils gespielt haben. Wieso bin ich an allem schuld? Natürlich, du hast Ravenous Devils empfohlen. Du hast gesagt, das Spiel empfohlen. Ist gut. Es ist auch super. Und mal schauen, wer von uns es heute mehr bereuen wird, bei wem die schlimmeren Clips bei rauskommen. Das, bei mir wird auch gedacht, Gott kann damit ja recht wenig machen. Der hat ja im Himmelreich schon alles. Der gönnt dir das bestimmt, schreibt Fabius. Ja, natürlich. Ich fand den Text von Uram auch sehr gut. Geld ist ja auch zu schwer für den Himmel. Das fällt doch einfach durch die Wolken durch. Also muss es ja einen irdischen Verwalter für das Vermögen geben. Ja, es gibt so viele schöne Rechtfertigungen dafür, es ist wundervoll. Weil übrigens die Frage auch aufkam und sie gesagt haben, ja, aber das ist ja Doppelmoral, weil meine Töchter regieren auch. Meine Töchter sind angeheiratet, so wie gute christliche Frauen. Also natürlich darf meine Tochter Königin werden. Ich möchte auch, dass meine Tochter Königin wird. Aber sie trägt selber keine Titel. Sie ist die Frau eines Königs. Mhm. Und steht dem König als fromme Begleiterin zur Seite. Und ich möchte ja auch, dass meine Frauen, also die Frauen aus meiner Dynastie, Karriere machen. Aber sie machen halt in erster Linie Karriere als Mütter und als Ehefrauen und nicht als alleine selbstständige, unabhängige Frauen. Denn das wird nur vom Teufel geduldet. Ja, ja. Und das wären jetzt meine Abschlussworte, um hier mit meinem Krieg fortzufahren. Nee, voll, voll. genau, aber erzähl noch kurz, was ist dein Krieg? Was geht hier gerade ab? Ich weiß gar nicht mehr, was genau. Es geht um einen Anspruch. Ach, ich habe meinem Nachbarn den Krieg erklärt, weil ich das Gebiet haben wollte. Warum? Ich weiß gar nicht mehr, was meine Begründung war. Ich werde es bestimmt noch mal rausfinden. Aber ich wollte Kuruna haben, um mein Gebiet in sich zu schließen. Ich hatte bestimmt irgendeinen Grund gefunden, warum ich den nicht mochte. Ich suche gerade. Der ist ehrlich, maßvoll und eigenwillig. Puh, das ist schwierig, das damit zu argumentieren. Ja, hat er vielleicht irgendwie ein Kind oder so, das ich nicht mag? Er ist sogar ein Flagellant. Er ist ein Flagellant, ja. Und appetitlos, ja. Es war bestimmt Gottes Wunsch. Der hat mir das sicher ins Ohr geflüstert, irgendwo. Ich glaube, es kann es nicht irgendwie sogar sein, dass dieser Krieg irgendwie, dass er den übernommen hat von irgendeinem Ehebrecher oder einer Frau, die da davor geherrscht hat? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ah, ja, absolut. Ich habe dem Vater den Krieg erklärt gehabt und der war Ehebrecher. Mhm. Ja, genau. Und der hat den Krieg übernommen, weil der Vater starb. Yep, yep. Sie erinnern sich auch, Kasa bringt es sehr schnell auf den Punkt, der Vater von dem war krasser Sünder. Ah ja, ja, das ist ja auch eine Legitimierung für den Krieg, dass der Vater, also wir kennen das ja, Kindsschuld, der trägt ja die Schuld quasi seines Vaters mit und damit ist das absolut legitim. Ja, ja, ich bin übrigens auch in diesem Krieg auf deiner Seite, ich weiß gar nicht mehr warum, aber auch das wird sein. Weil ich dir meine Tochter gegeben habe. Stimmt, stimmt. Mhm. Dann als frisch eine wundervolle König, Tochter. Ja, als frisch gebackener König von Aragorn bin ich natürlich absolut am Start, hier noch ein bisschen Beute zu machen, rechtschaffen beizustehen, meiner Verbündeten. Genau. Ah, so, ja, nein, ich weiß, warum das war. Oh. Mir wurden ja Gebiete aberkannt. Es gab ja irgendwie ein Problem und das war ja schon eines meiner Gebiete und da war ja auch meine Hauptstadt drinnen. Und er hatte mir das aberkannt, weil ich sündig war, weil ich eine Ehebrecherin bin. So war das. Dankeschön, Chat. Aha. Ich war ja eine Ehebrecherin und deswegen hat mein Lehnsherr mir Gebiete abgenommen, weil ich eine Ehebrecherin bin. Der hat mich ja eingesperrt und mein Charakter ist jetzt ultra sauer, weil das Kind ist ja ein Gotteskind und wenn er das nicht erkennen kann und mich deswegen wegsperrt, muss er brennen, weil er ist ein Ketzer. Stimmt, das stimmt. Das war das. Und da sieht man halt auch einfach wieder, dass diese Erbschuld durch die Eltern in dem Blut der Kinder festsitzt. Also offensichtlich
ist der Vater, der Ehebrecher, dieser Ehebruch, der entstanden ist, schuld daran, dass das Balg daraus jetzt auch Probleme macht. Man muss die Wurzel des Übels am Schopf packen und ausreißen und am besten die ganze Familie hinrichten. Was? Ja. Das machen wir jetzt. Auf geht's. Bist du bereit? Hast du Bock? Ich hab mega Bock. Auf geht's. Ah, beautiful. Blut und Gold, sage ich da nur. So, also, wo sind Leute, die wir abmurksen können? Da. That ich meine, wo sind Schurken und Ketzer, die Essig, weil ich finde, aller Reichtum, den so ein Ketzer hat, der muss ja auch unrechtmäßig erworben sein. Auf jeden Fall. Ich habe aber jetzt eher das Problem, dass meine Unterstützungsarmee allein in den reingelaufen ist und verloren hat. Und jetzt habe ich hier vielleicht ein kleines Problemchen. Ach, wir wollten auch noch Begünstigte für den Krieg in Jerusalem auswählen. Weiß gar nicht, ob ich einen Begünstigten... Ich kann keinen Begünstigten. Ich würde meine eine Tochter da als Begünstigte auswählen. Mein General ist übrigens El Cid, der tatsächlich sich mir angeschlossen hat, was nicht für ihn spricht, für diese angeblich historische große Figur, dass er jetzt kämpft für König Sancho den Schäbigen. Aber hat er so entschieden, ne? Wer bin auch ich? Dankeschön, Azera, vielen lieben Dank für die 4 Monate. Oh, meine Tochter hat Vulgär-Italienisch gelernt. Du bist so toll. Ich möchte, dass du noch eine Sprache lernst. Was wollen wir dir noch beibringen? Was wäre denn noch sinnvoll? Nordisch brauchen wir nicht. Wir haben ein Dynastievermächtnis. Und wo ist eins, das mir Geld bringt? Witz. Ein Priester, ein Rabbi und ein Maurice treffen sich und debattieren über Spendenforderungen an die Religion. Der Priester malt einen Kreis auf den Boden und wirft Geld in die Luft. Er sagt, alles Geld, das außerhalb liegt, bekommt Gott und der Rest die Kirche. Der Rabbi sagt, nein, das Geld, das im Kreis liegt, sollte Gott bekommen. Und da widerspricht Maurice. Wir werfen das Geld in die Luft und alles, was Gott haben will, soll er sich nehmen. Den Rest bekommen wir. Das ist genial. Asmodeus, du bist ein Gentleman and a Scholar offensichtlich. Ich finde das sehr gut. Willst du mein Hofnarr werden? Der Hofnarr. Warum der Hofnarr? Eher der Hofgelehrte, der Schatzmeister. Aber er hat einen guten Witz erzählt. Deswegen. Ach so, ja, aber er hat auch Wahrheit gesprochen. Das oder haben ja Hofnarren. Der Hofnarr war ja der Einzige, der Wahrheit sprechen durfte, dem Herrscher. Das war ja das Ding. Ah, und wenn es schief ging, hattest du halt Pech, ne? So. Ja, genau. Okay, ich brauche dringend deine Unterstützung von deiner Armee, weil ich werde sonst hier kläglich versagen, tatsächlich. Gott hat es armeetechnisch nicht so gut mit mir gemeint. Was mich selbst ein bisschen schockiert. Ja, dann kommen wir. Und ich wollte meine Tochter noch als Begünstigte erwähnen, quasi auswählen. So, ich habe hier gleich diese Stadt und dann. Oh, verdammt, meine Söldner laufen ab. Das ist dann. Sag bloß, du hast keine Unterstützung für mich übrig. Ich muss sie dann nur. Ich muss ja vielleicht nochmal neue Söldner anheuern. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Söldner das hier sind. Die sind halt alle so teuer, ich kann mir die nicht leisten. Ich komme jetzt trotzdem mal rüber, wir haben hier gleich diese Belagerung. Ich meine, der Krieg ist ja schon bei plus 57%. Ja, aber der nimmt mir da gerade, der ist halt so schnell mit seinem Belagerungsfortschritt, weil der schon Belagerungswaffen hat, dass der mir das wahrscheinlich hier gleich einnimmt, bevor ich drauf bin. Na, dieser Schuft. Na, könnte was werden. Wird sehr knapp. Oh Gott. Und jetzt ist seine Armee dazugekommen. Das werde ich verlieren. Das werde ich verlieren. Oh Gott. Oh, das müssen wir gewinnen. Wir müssen so gut würfeln. Ist das mein Ehemann, der da kämpft? Ja. Wenn mein Ehemann diese Schlacht verliert, lasse ich ihn köpfen.
Wow! Du meinst dieser, der Ehemann, den du schon. Also zum. Den du schon Hörner aufgesetzt hast, quasi? Der Ehemann? Ja, der. Ja, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Der verliert die Schlacht, er verliert die Schlacht. Ist das kein Tötungsgrund? Kann ich das nicht angeben als Tötungsgrund? Ich glaube, also du kannst ja auch Leute ohne Grund töten. Ja, aber ich habe schon so viel gesündigt. Jetzt habe ich das verloren. Mal, ob ich die Hauptstadt nehmen kann. Wer ist denn da gestorben? Mein Ratsmarschall wurde als Gefangener genommen. Boah, nee, eine Frau nehme ich nicht als Ratsmarschall. Da nehme ich lieber jemanden, der nichts taugt. Wow. Aber nein, er hat die Belagerung nicht abgebrochen. Ach, scheiße. Maurice, so helfet! Ich versuche, die Hauptstadt derweil einzunehmen. Vielleicht ja, aber die nehmen hier meine Gebiete ein. Ach, die sind schon bei dir. Ich dachte, die holen sich ihre zurück. Okay, dann warte. Nee, das ist alles mein Gebiet. Aber du bist jetzt schon dran, oder? An der Hauptstadt. Ja, dann mach die fertig. Ich muss ja eh dahin. Ich hole derweil noch neue Söldner. So, und zwar... Die meisten mächtigen Herrscherinnen der Geschichte waren Frauen, die zu einem glücklichen Zeitpunkt Witwen geworden sind. Es wäre also kein großer Verlust, wenn der Ehemann einen Abgang macht. Ich liebe meinen Chat. Ich liebe meinen Chat und ich liebe es, wie meine Agenda darin unterstützt wird. So, das ist auch die einzige Art und Weise, Druck. Wie sowas gerechtfertigt ist. Also wenn du deine Scheidung gibt es nicht. Du musst deinen Ehemann, wenn dann, überleben. Das heißt... Im einzigen Fall, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass mein Ehemann stirbt und ich dann halt nicht mehr heirate, weil ich habe ja, es hieß ja, bis der Tod euch scheidet. Der Tod darf scheiden. Wie der Tod eintritt. Was kommen hier für Gerüchte? Es kursieren unbegründete Gerüchte, wonach mein Hunger nach Land und Gold mich von Gott fortgeführt hat. Wer hat das gesagt? Wer würde jemals... Ihre törichten Geister beherbergen verklärte Wahnvorstellungen von ritterlicher Kriegskunst, wo unsere Lebensweise doch nur wegen Menschen wie El Cid, also die wollen nicht, dass El Cid mir dient, weil er offenbar irgendwie ein Hitzer ist. Also natürlich wird mir Rodrigo weiter dienen. Demütig, ja, meine Tochter ist demütig. Demütig, zufrieden und gerecht. Alter, was für tolle Kinder. So, ich habe jetzt gleich die Hauptstadt hier. Ja, das ist gut, weil der rast hier durch. Das ist nicht so schön. Jemand hat einen Komplott gegen mich angestiftet. Könnte dein Ehemann sein. Unterstellst du meinem Ehemann gerade, dass er versucht, dass er nicht so feig, oder sagen wir anders, dass er mutig genug wäre gegen mich vorzugehen? Da bin ich mir ja nicht so sicher. Weil es ist der Mut der Verzweiflung, weil er gehört hat, dass du ihn hinrichten lassen willst. Nein. Oh mein Gott. Der Priester ist gestorben, mit dem ich ein Kind bekommen habe. Oh Gott, ich habe gerade so viele Pop-Ups. Ich muss ganz kurz Pause drücken, es tut mir leid. Ich habe gerade Anspannung, Stress, weil der Priester gestorben ist. Cecilia ist erwachsen geworden, großartig. Das ist ironisch, sie ist eine Nonne geworden, aber gleichzeitig ist sie auch ein undurchschaubarer Intrigenspinner. Und ich habe einen geistigen Zusammenbruch. Alkohol ist eine Sünde, das heißt, wir werden melancholisch. Jetzt wird sie auch noch depressiv. Das ist ja wundervoll. Ich bin etwas enttäuscht, dass es irgendwie keinen... Da gab es das nicht mal, ein Dynastievermächtnis, das auf Geld geht? Warum gibt es das nicht? Hallo Meppo und hallo Sashiro. Gut, das hier macht im Grunde alles billiger. Gesetz. Festmahlkosten billiger, dann Titelschaffung billiger, Gebäude billiger. Ich glaube, wir gehen auf Gesetz. Weil, also... Es ist ja auch gut, wenn alle wissen, dass sie mir zu dienen haben. Oh Gott, ich verliere gleich noch eine Schlacht. Maurice, so helfet!
Jawohl, ich habe die Hauptstadt. Und ja, ja, seine Armee marodiert hier durch meine Gebiete und ich kann es nicht aufhalten. Meine Armee ist größer und hat El Cid als Anführer. Warum haben die den als gottlos bezeichnet, wenn er doch ein Katholik ist? Ich verstehe das gar nicht. So, wir kommen jetzt. Die kriegen jetzt richtig aufs Maul. Auf geht's. Die nehmen meinen ganzen Rat gefangen. Das ist schwierig. Ränke spielt, das dürfen Frauen sein. Das ist die Zwielichtigkeit. Das ist in Ordnung. Zwielichtig dürfen so sein. Das wissen wir ja, dass die Frauen quasi von Teufel die Intrigen ins Ohr geflüstert bekommen. Das ist ja sogar wirklich so im Spiel, dass sie ja auch, das ist glaube ich einer der wenigen Ratsposten, den auch Frauen bekleiden dürfen. Ne? Ja, ja. Der Ränkespielposten. Den haben sie sich verdient. Wir müssen halt eigentlich auch beim Kreuzzug helfen. Es gibt zu viele Kriege, die hier gerade geführt werden müssen. Und ich will einfach nur meine Hauptstadt zurückhaben, die rechtmäßig mir gehört. So, das wird jetzt spannend. Ja, kriegen wir die in der Mitte? Oh, das wäre geil. Komm. Nein! Ich komme dir entgegen. Jawohl. Ich habe nicht so viel Armee mehr, weil ich schon sehr stark in... So abzufangen. Kriege ich dich hier? Immerhin spricht der Teufel mit Frauen und können sich die Männer mal eine Scheibe von abschneiden. Das war perfekt. Ich habe die gerade gekriegt, als ihre Armee geteilt war. Geil. Zerschlage sie. Ja. Boah, der Kreuzzug sieht auch nicht gut aus für uns gerade. Müssen wir auch gleich helfen gehen. Ja. Aber ich brauche meine Hauptstadt. Die Hauptstadt habe ich so schön ausgebaut. Die brauche ich ganz dringend wieder. So, ein glorreicher Sieg hier. Großartig. Dann kannst du dir die Städte zurückholen, während ich die Armeen jage. Ich weiß nicht, ob ich genug Armee noch habe, um die Städte zu befreien, but I try. Ich danke dir. Also du hast dir damit auf jeden Fall noch eine Tochter von mir erkämpft. Wobei wurde gefragt, die eine Tochter ja schon echt großartig ist, ne? Die hat dir schon ein... Oh Gott. Die hat dir schon eine Tochter gebracht und die ist leider reizlos. Die kommt ganz nach dem Vater. Ja, leider. Es wurde gefragt, wie viel Gold ich bekomme für meine Dienstleistungen hier. Ja, Frauen sind ja auch eine Ware, die man als Gegenleistung bekommen kann. Und mein Typ ist leider, er will ja von allem das Beste, er will das meiste Geld, aber er hat schon auch Bock auf eine heiße Ehefrau, hat leider das Pech, dass er mit sehr viel Reizlosigkeit geschlagen wurde. Deswegen ist er durchaus bereit, schöne Frauen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Auch wenn Gold ihm, wenn er ehrlich ist, doch noch lieber ist, aber Gold kann er ja auch erplündern von den anderen. Frauen kann man ja dann auch, also wenn die Kinder bekommen, kann man die Kinder ja auch noch weiterverkaufen. Also es ist im Endeffekt eine Investition wie so eine gute Milchkuh. Das stimmt. Mein Sohn ist ein Suffkopf. Er muss bestraft, sogar gedemütigt werden. Ja, also ich erwarte schon, dass du dich die ganze Zeit dafür einsetzt, jetzt Reichtum der Familie mega cool, zu mehren. So. Freut mich sehr. Ich hoffe, es passt für dich ganz gut. So, wir haben einen zweiten Sieg hier errungen. Wir haben noch eine Info bekommen. Nachricht an dich. El Cid ist ein arabischer Begriff, den du eigentlich von muslimischen Verbündeten bekommen hast. Auch wenn mittlerweile in Spanien er als großer Held der Reconquista gilt, hat er sich mit Muslimen relativ gut verstanden. Ah. Naja, aber ich kann ja ein bisschen Pragmatismus durchaus schätzen. Ja. Dass, Ich kann leider die Sachen hier nicht befreien. Ich habe zu wenig Armee, um meine eigenen Städte zu befreien. Das ist sehr bitter. Aber ich kann mit Jagen auf jeden Fall. Mit Jagen geht. Komm, den kriegen wir doch jetzt hier. Hallo Dark Nexus. Einer nach dem anderen. Weg damit. Lauter Gefangene, die Lösegeld bringen, Leute. Hallo, das Geld. Dice Eternal. Es rollt rein. Ich habe einen meiner Ritter habe ich wieder freigekauft. Äh,
So, und jetzt hole ich die. Oh, da oben kommen sie schon wieder. Ja, finanziell wird das jetzt langsam eine hohe Belastung für mich. Ich folge. Ich folge in die Schlacht und ich hoffe, es ist halt. Der hat leider so viel eingenommen, dass wir leider nicht so hoch ticken, ne, mit den Punkten. Ja. Krieg ich das hier ausgebaut? Was, wie viel hat das denn? Schaffe ich das? Ja, das krieg ich befreit. Ja, Logo. Voll gut, dann kannst du jetzt ein bisschen befreien und ich hau den hier weg. Geil, ich danke dir. Dankeschön, Lorkorn, für die 21 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Löschen wir die? Wahrscheinlich nicht. Die rennen uns jetzt hier davor. Nee, sie verschanden sich in den Bergen wie Feiglinge. Laufen. Ach, meine Tochter hat vulgär dockisch gelernt. Wie viele Sprachen kann sie jetzt? 2 von 3. Mehr kann ich ihr jetzt, glaube ich, nicht mehr. Ja, mehr kann ich ihr jetzt nicht mehr dingsen. Übrigens, Leute, der Krieg, den wir da verlieren, das ist der Kreuzzug. Es ist kein anderer Krieg. Der Kreuzzug wird 2-mal angezeigt. Jemand spielt ein Komplott gegen mich? Welch Schurkerei. Frech. Ich meine, alle hassen mich, weil ich so hässlich bin. Das ist tatsächlich leider ein Problem. Witzigerweise hassen sie mich nicht, weil ich ein gieriger Sack bin, sondern wirklich auch, sie gehen rein auf Äußerlichkeiten. Die Leute in diesem Spiel sind wirklich ziemlich schlimm eigentlich. So. Ey, wie wir hier diese Armeen zerschmettern. Meinungsreichspriester, jawohl. Ich will, dass die Leute mich mehr mögen. Ich bin verschuldet, das ist nicht so schön. Aber ich habe hier ein Gebiet befreit, auf jeden Fall. Das mir gehören sollte. Oh, da rennen sie sogar noch rein, wie geil. Kommt her und lasst euch brechen. Ich will ja dann auch gar nicht mehr größer werden. Ich möchte einfach nur meine rechtmäßige Stadt zurückhaben. Die habe ich mir auch verdient. Das ist ja meine Stadt. Die habe ich aufgebaut. Ich habe die wirklich aufgebaut. Also das sage ich nicht nur so. Ich weigere mich übrigens, Lösegelder anzunehmen, die unter dem Maximalwert liegen. Das ist auch unverständlich. Wenn sich Gräfin Isabel die vollen 25 nicht leisten kann, dann hat sie halt im Kerker zu verrotten. Och. Ich bin ja nicht die Wohlfahrt. Ja, das sehe ich auch so. Also. Ja. Wir haben nichts zu verschenken an dieser Stelle. Nee, vor allem also nicht vor allem an Ketzer nicht. Und unsere Gegner sind ja per Definition Ketzer. Heiden und Ketzer. Boah, die hat so eine hohe Belagerung, also Festungsstufe, Santiago. Ich krieg das, glaube ich, nicht befreit. Dann, ich bin auch schon auf dem Weg. Den Kreuzzug haben wir leider verloren. Da wird der Papst gleich mit uns schimpfen, aber er wird verstehen müssen, dass das alles nicht so einfach ist gerade. Wir haben ja gegen andere Ketzer derweil gekämpft. Ja. Also es ist ja nicht so, als hätten wir derweil nicht unseren Teil für den guten Glauben getan. Die ist immer noch zu weit weg. Die ist immer noch in Bihar, die Frau. Die Affäre vom Papst. So. Das ist das Gebiet, das wir einnehmen, wo du gerade hinläufst. Also um das Gebiet kämpfen wir. Das musst du nicht befreien. Das müsste von mir eingenommen sein eigentlich. Ah, okay. Das sieht so ähnlich aus mit den Streifen, ne? Das ist sehr, sehr close quasi. Der Papst soll es erstmal selber besser machen. Das ist eine Kritik, die kannst du so nicht an den Papst rantragen. Ich vermute tatsächlich, dass das nicht so gut funktioniert. Die Leute im Mittelalter waren unsympathisch, ja. Bitte, Entschuldigung. Du kannst schon, es wird halt wahrscheinlich nicht gut für dich ausgehen, diese Kritik ranzutragen. So. Ja, aber wir haben doch alle Disney-Filme gesehen, hässlich, böse. Tatsächlich ist das aus der damaligen Zeit gar nicht so. Also man denkt, also ich habe mich zuerst auch total darüber geärgert,
dass schön oder hässlich Perks so einen krassen Unterschied machen, in ob die Leute dich mögen oder nicht. Aber es ergibt schon zum Teil Sinn, weil man hat ja auch sehr viel Entschuldigung, an solchen Mustern gedacht. Dankeschön. Also wenn du halt irgendwann mal richtig mächtig warst, war es natürlich nicht mehr so relevant und Schönheitsideale wurden von richtig mächtigen Herrschern auch beeinflusst. Aber grundsätzlich war das ja gerade im normalen Pöbel, war das ja schon so, dass wenn du eine Hakennase hattest, dann wurdest du eher als Hexe verbrannt oder wenn du besonders schön warst, wiederum so, weil man ja auch quasi die Schönheit oder die optischen, die Äußerlichkeiten von Menschen hat man ja auch quasi in die Gunst oder in die Rache von göttlichen Fügungen gestellt. Also ergibt es schon irgendwie Sinn, dass das einen Einfluss hat. Das stimmt. Dieses hässliche ist böse und das Gut ist schön, aber wenn du als Frau zu schön bist, dann war das auch wieder etwas, was der Teufel zu verursachen hat, um dich zu tricken oder um quasi unschuldige Männer zu verführen und so. Ah, wir genau, haben es. Ich danke dir. Wir haben. Großartig. Ich danke dir. Also wirklich, das ist, ich hoffe, ihr bekommt noch ganz, ganz viele andere wundervolle, ich hoffe, ihr bekommt noch ganz, ganz viele andere wundervolle Kinder mit meiner Tochter. Das hoffe ich doch auch. Geil, jetzt habe ich sogar noch einen Posten von dem Dude bekommen. Als Ratsspitzel. Alter, ich muss meinen König loswerden. Der hat einfach drei Frauen im Rat. Eine davon bin ich, aber das ist was anderes. Aber der hat einfach noch zwei andere Frauen im Rat. Das geht nicht. Du bist so schlimm. Hä, ich bin nicht schlimm. Gar nicht wahr. Ich muss jetzt ja mal eine Frau für meinen leider nicht so attraktiven Sohn finden. Er ist reizlos. Ich werde jetzt... Es muss eine wunderschöne Frau sein. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt. Weil unsere Familie das verdient hat. Dass also... Ach, meine Tochter ist auch ein legitimierter Bastard. Die Jüngste war ja auch ein Gottesgeschenk, die das durch den Priester empfangen wurde. Das hatte ich ja ganz vergessen. Ich finde es schön, wie du Bastard umdeutest zu Gottesgeschenk. Ja, ist doch so. Ja, irgendwo schon. Weil ist eine Tochter ist doch eher eine Strafe, oder? Nee, das war ja eine Tochter. Ich habe ja meinen Sohn bekommen, deswegen passt das ja. Ich habe ja mein Gottesgeschenk war ja der Sohn und die Tochter hatte ich ja bekommen. Das war ja sehr nett. Die Tochter hatte ich bekommen, weil ich die andere Tochter dem Klerus versprochen habe. Das war ja ein Gottesgeschenk quasi. Ah. Deswegen, das ist alles fein. Oh, wir sind in die nächste Runde des iberischen Ringens gerutscht. Oh. Die derzeitige Phase ist Feindseligkeit. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, ich werde jetzt meinen Sohn mit einer wunderschönen 9-Jährigen verheiraten, weil die ist noch jung, die kann ich noch formen. Ich hätte theoretisch gesehen auch noch eine Tochter, ne? Aber die ist nicht wunderschön. Deswegen. Nee, es muss schon jetzt mal... Was Schönes in die Familie. Ja, also... Dankeschön, Hysteria, für die 13 steht ja nur Monate. Das Beste zu. Und ganz viel Spaß hier weiterhin, dankeschön. Und... Wenn Frauen eine Ware sind, dann will ich die Beste. Dankeschön. Und eine, die ich noch selbst erziehen kann, auf dass sie die Familie auch voranbringt, sagen wir mal. So. Und da hat meine Tochter Liebesbläschen von dir bekommen. Ja, das... Oh, wir haben ein Dynastievermächtnis.
Das muss bei dir natürlich auf Religion gehen, oder? Ja, auf Religion oder auf Gebräuche. Weil Religion gibt es ja so nicht, glaube ich. Doch, begabte Gäste, Unterstützung des Klerus und fähige Berater. Oder Klinge, das ist innerer Zirkel. Einflussreiche Städte ist aber auch schön, tatsächlich. Städte spiegeln die Kultiviertheit ihrer Erbauer wider und ziehen Adelige aus ganzer Welt an. Auch das finde ich eigentlich ganz passend, weil das ja auch, also christliche Leute haben ja auch einfach schöne Städte gebaut. Das war ja etwas, was sie wirklich konnten. Das stimmt. Ich verstehe nicht ganz, warum der mir nicht die künftige Gattin meines Sohnes zur Erziehung an meinen Hof schicken will. Wobei, ja, mein okay. Chat sagt, einflussreiche Städte wäre auch eher was für dich wahrscheinlich. Was sind denn die ganzen Tiefvermächtnisse überhaupt nochmal? Wo kann ich nochmal aufrufen? Dann gehen wir auf... Ja, das wird mit den Dynastievermächtnissen wird das ja super spannend werden, weil ich muss ja das Dynastievermächtnis immer nach der Meinung wählen, die der jetzige Herrscher gerade hat, den ich spiele. Ja. Das heißt, ich gehe jetzt auf Gelehrsamkeit. Ich wollte gerade sagen, weil da ist das Zweite, was du kriegen kannst, dann die gesalbte Herrschaft. Und das ist ja super dann. Das ist ja sehr für dich. Ach, Juliana wurde erwachsen. Das ist sehr schön. Dann haben wir hier die Verlobung bzw. die Ehe wurde abgeschlossen. Damit ist jetzt Gräfin Juliana von Marsan. Ach, meine ganzen Kinder verlassen endlich das Haus. Das ist sehr schön und sehr wichtig. Gräfin Isabel hat endlich das Geld, das ich verlange. Sehr gut. So, für meine jüngste Tochter brauche ich auch noch was Gutes. Schenke ich die auch dem Klerus? Mal gucken. Gebräuche sind Toleranz, das passt überhaupt nicht zu dir. Nee, das war nur wegen dem Sprachding wäre das geil gewesen. Aber Toleranz passt actually wirklich überhaupt nicht zu mir. Da habt ihr recht, Chat. Yeah. Ja, das wäre, nee, Toleranz, ne? Warum auch? Hast du einen guten Hofarzt? Nee, ich habe gar keinen Hofarzt. Der kostet doch Geld. Deswegen bin ich natürlich auch verstümmelt. Aber ich habe Geld gespart. Letztlich ein guter Handel. Großartig. So, ich würde gern eine... Ach, der möchte... Der mag mich nicht, ne? Das kostet Prestige. Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte dem keinen Prestige geben gerade. Aber was ich machen könnte, wäre mein Geld in eine Pilgerreise investieren. Das würde nach mir klingen. Wobei, nee, viel wichtiger ist, ich muss meine Sünden reinwaschen. Ich muss mein Dings loswerden, mein Ehebrecher, bevor ich sterbe. Das heißt, ich muss erstmal Geld zusammensparen, damit ich dann einen Ablass erhalten kann. Einen Ablass kaufen kann, das ist wichtig. So, dann ist die andere Frage, wo schicke ich meine kleine Tochter hin? Eigentlich könnte ich meine kleinste Tochter auch zum Papst schicken. Guck gerade so ein bisschen, was die aktuelle Ringenphase bringt, die Feindseligkeit, da waren wir ja noch gar nie drin. Unter anderem 50% mehr Todesverluste in Schlachten. Ich werde meine Tochter italienisch erziehen lassen am Hof des Papstes. Wir wollen Glauben über das Alter der Welt erhaben legen. Wie viel würde denn der Ablass im Moment kosten? Ich glaube, 150 Gold würde mich das kosten gerade. Gott, so viel? Ja, nee, 163 sogar.
Natürlich, ich muss Ablass handeln. Ich muss rein sein, bevor ich sterbe. Ich will ja nicht ins Fegefeuer. Ja, Mein Mann hasst mich immer noch. Ich meine, ich verstehe es. Ich habe ihn betrogen. Oh, ich kann Prestige für Gold verkaufen. Kann ich noch? Unvorhersehbare Folgen. Ich dachte, es kostet mich einfach Prestige. Aber... Und ich kann natürlich meine Untertanen erpressen oder sich dem Alkohol ergeben oder ins Freudenhaus gehen. Aber es kostet Geld. Das klingt alles großartig. Warum kostet das Geld? Hab ich nicht als Herrscher das Recht der ersten Nacht auch im Freudeshaus? Das könntest du wieder einführen. Ja, das sollte eine Entscheidung sein. Geld sparen, indem man das einführt. Vielleicht freue ich mich mit dem König von Kastilien an und versuche meine kleinste Tochter mit seinem Erben zu vermählen. Dann würde sie Königin von Kastilien werden. Wir müssen uns ja hier ein bisschen zusammenraufen. Wir haben ja, also wenn ich mir das so anschaue, mehr als die Hälfte von Spanien ist mittlerweile muslimisch, ne? Das ist ein großes Problem. Ah, welche Gelegenheit, Beute zu machen. Boah, kann dein Mann nicht endlich ins Gras beißen? So funktioniert das nicht. Aber wir werden noch ein paar Kriege führen. Da hat er auf jeden Fall die Möglichkeit, ins Gras zu beißen, weil er für mich kämpfen wird müssen. Oh, hier ist ja... Richtig, hier ist so ein kleines Kind ist Herrscher in Zarathustra. Ein schwacher Gegner. Welch Gelegenheit, dem wahren Glauben zu dienen. Für wahr. Und es ist sogar rechtmäßig mein Titel. Wahrlich, wahrlich. Ein nobles Ding, für den wahren Glauben zu kämpfen. Wir haben königliches Vorrecht. Wenn man massiv überlegen ist und der Gegner 11. Und der Gegner 11. Oh, ist das schön. Ah, wir können jetzt hohe Lehnsautorität und absolute Lehnsautorität ausüben. Das ist großartig. Aber ich kann das einfach komplett unterwerfen, aber ich erobere hier fast das Gleiche für weniger Prestige und bin nicht mit diesem Elfjährigen gesattelt, der dann bei mir ein Herrscher ist. Nee, das diesem ist Elfjährigen. Wann richten wir uns eigentlich gegen die bösen Tyrannen aus dem Süden? Ich muss sagen, ich habe ein Problem, habe ich mit den Königen in meinem Umfeld. Und zwar... Naja, das Problem, das ich an der Stelle habe, ist, dass einfach die Könige, die direkt an die Muslime anliegen, ihnen keine Kriege erklären wollen. Die kämpfen alle nicht und ich kann keine Kriege gegen sie erklären aufgrund von Religion, solange ich nicht anliegend bin. Verstehe. Das heißt, ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall argumentieren, dass unsere jetzigen Könige kein Gewinn für die katholische Kirche sind, sondern eine Gefahr für die Sicherheit Spaniens sind. Ja. Außerdem habe ich immer so einen Fan. Entschuldigung, ja. Weil diese Königin, mein Verbündeter, der König von Kastilien, will mir gerade nicht in den Krieg folgen, obwohl meine Tochter seine Frau ist, weil er mich zu hässlich findet. Das ist halt... Schwierig. Das ist nicht okay. Dankeschön für die 4 Monate, Nasfirit. Vielen lieben Dank und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Das ist schon gemein. Ich könnte meine Nachbarin hier noch angreifen. Da ist ein Bauer, der Hexerei beschuldigt. Der muss natürlich brennen. Das ist ein wohlfeiler Weg, ein bisschen Frömmigkeit zu kriegen, mich mit der Kirche gut zu stellen, ohne dass es mich irgendwas kostet.
Nee, du bist zu hässlich, mit dir kämpfe ich nicht zusammen. Ja, nett, würde ich sagen. Man weiß ja nicht, ja, was ansteckend ist. Ja, also, das ist wirklich ein Problem. Du hast meine Tochter so verunstaltet, Maurice. Was heißt da verunstaltet? Ja, schau dir die Liebesbläschen an. Das sieht einfach widerwärtig aus. Ja, bei mir sieht man sie ja nicht, weil ich eh schon die Maske trage. Ja, das ist einfach, das war so eine schöne Frau. Und du hast sie, du siehst an der Schwester, an der Zwillingsschwester, siehst du, wie schön sie mal war. Wow. Oh, ich muss mal ein bisschen meine Belagerungswaffen erhöhen, merke ich. Das dauert ja ewig hier. Königin Fernando, der Liebestöter. Aber er hat dafür am Hofarzt gespart, Pia. Ja, das ist... Was soll ich sagen? Er hat dafür am Hofarzt gespart. Ja, 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 der war halt echt teuer, Pia. Hab doch mal ein bisschen Verständnis. Ist dieses Forum der Unansehnlichkeit ansteckend? Ja, leider. Also in meiner Familie gibt es sowohl ansteckende als auch vererbliche Unansehnlichkeit. Wir wurden da vom Herrgott nicht unbedingt gesegnet. Ich habe meine Tochter jetzt als Hoftutor angestellt. Das macht sie bestimmt. Ja, sie ist gesellig, maßvoll, gefühllos und ein scharfsinniger Intellektueller, aber auch ein bisschen begriffsstutzig. Was, ich könnte mir keine bessere Lehrerin vorstellen. Das finde ich, ja. Ich meine, wenn du selber... Die muss ja nur schlauer sein als du. Warum werden die Ablässe immer teurer? Jetzt kostet es schon 192. Wieso wird das teurer? Ja, ich weiß es nicht. Was ist das? Ich kann mir das nicht leisten. Dankeschön, Nila Runa, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Der Markt regelt Inflation. Ja, Pia, die Frage ist, wachsen denn auch deine Sünden? Also kriegst du auch mehr Leistung für den Ablass? Nein. Warum hat denn jetzt der komische, der Vierjährige hat Söldner, der Elfjährige hat Söldner angeheuert? Das ist nicht so gut. Lass uns mal hier... Der Vierjährige hat Söldner. Großartig. Das ist nicht okay. Jetzt ist seine Armee größer als meine, aber ich habe gleich seine Hauptstadt. Ja. Immerhin hier ein Verbündeter kommt. Nina. König Fernando, du bist ein Sack. War mal ganz kurz. Warum hilfst du mir nicht? Mein König möchte mich einkerkern. What? Warum? Für den Ehebruch? Nochmal? Ja, das kann er vergessen. Ich lasse mich doch nicht einkerkern. Ich bin doch schon mal eingekerkert worden für den Ehebruch. Wie oft kann er das denn machen? Sagt er warum? Nee, er sagt Verbrechen gegen die Krone. Weil ich den Krieg erklärt habe und Ehebreche. Ah, weil ich mich letztes Mal nicht einkerkern lassen wollte. Ja, das kann er vergessen. Dann habe ich jetzt schon wieder einen Krieg. Moment, also du sagst, er hat mich schon mal einkerkern wollen, aber du hast es ja nicht gemacht. Genau, und jetzt lässt er mich... Empört. Ja, und jetzt bin ich empört, dass er nochmal versucht, mich einzukerkern. Okay, okay. Ja, natürlich. Ich meine, was geht's dem noch gut? Ich glaube, der will seine Stadt wieder zurückholen, die eigentlich meine Stadt ist. Ah. Aber jetzt bin ich besser vorbereitet. Letzte Runde war ich halt ein bisschen geschwächt, aber meine Armeen haben sich alle quasi erholt seit der letzten Schlacht. Das heißt, er kämpft jetzt mit 1600 Mann gegen 2900. Ich wünsche ihm viel Glück. Ja. Hallo, Lalena. Also jetzt habe ich auf jeden Fall, ich dachte zuerst, vielleicht ist er draufgekommen, dass ich einen Mordkomplott gegen ihn laufen habe, aber das ist er nicht draufgekommen.
Die ist moralisch hier auch direkt, also. Hallo, ich verteidige mich nur, weil er hier versucht, meine Gebete. Er hat meinen göttlichen Sohn nicht angenommen. Ey, das wird ein Problem. Der Elfjährige hat noch mehr Söldner angeheuert. Hey, mein Bischof liebt mich. Warum sind meine Erfolgschancen von 95% auf 5% runtergegangen? Wahrscheinlich, weil es aufgeflogen ist, oder? Es ist nicht aufgeflogen, nee. Ich kann mir vorstellen, dass... Oh, meine Tochter wurde sadistisch. Ups. War es nicht schlimm? Es geht das im Krieg nicht immer runter. Ja, es wird wahrscheinlich daran liegen. Oh Gott, schaffen wir das, bevor die hier kommen? Komm schon, nein! Es wird wahrscheinlich sein, weil er mir den Krieg erklärt hat. Weg! Verdammt, sie haben mich noch in eine Schlacht verwickelt. Ah, das ist doof. Ja, das im Krieg verdammt. Im Krieg gibt den Malus. Nein. Ich habe die Hauptstadt zwar noch gekriegt, aber... Die laufen nur weg von mir, ne? Das ist einfach furchtbar. Die laufen nur weg von mir. Ich krieg den auch nicht, der ist so schnell. Der ist wie so ein kleines, flinkes Wiesel. Der ist ein Wiesel. Ey, es kann sein, dass ich gegen den Elfjährigen verliere. Ich muss meine kleine Tochter offensichtlich auch der Kirche geben, weil die ist einfach sadistisch geworden und das ist für Katholiken sündhaft. Oh, schlimm. Gottes Geschenk. Ich hoffe, wir kriegen das noch korrigiert. Sie ist 6. Vielleicht können wir da noch was machen. Ich hoffe es sehr. Dabei habe ich sie schon beim Papst in die Schule geschickt, aber offensichtlich reicht der Papst nicht, um sie zu bekehren. Man muss ihr den Teufel austreiben. Alter, in dieser passt da auch auf, in dieser Phase des Ringens, in der wir gerade sind, verlierst du unglaublich viele Leute, wenn du eine Schlacht verlierst. Richtig krass. Das ist ja, normalerweise verliert man ja gar nicht so viel. Ich habe jetzt gerade von 3000 auf 1000 runtergegangen. Holy shit. Das geht richtig ab. Ich hatte ein bisschen gehofft, ich kriege ihn, wenn ich seine Hauptstadt mir hole. Und habe dadurch jetzt auch diese Schlacht riskiert. Ich verstehe eine Sache gerade nicht. Zurück. Ich habe Belagerer stationiert und jetzt sagt er mir, dass meine Belagerer nicht reichen, um die Stadt einzunehmen. Ist Belagerer stationieren nicht automatisch immer genug? Eigentlich schon, ja. Dann ist das ein absoluter Fail. Mhm. Ach, das sagt nur, ich habe kein Kriegsgerät. Ah. Ah, das ist die Meldung. Dankeschön für die Info. Ja, Kriegsgerät könnte ich mir echt holen. Das wäre echt eine gute Investition. Dann würde das alles nicht 100 Jahre dauern. Aber ich hatte ja auch nicht vor, schon wieder Krieg zu führen, also... Also das Ziel ist so unbeliebt, dass ich überhaupt keine guten Bündnisse schließen kann über Heirat. Und wenn ich es schaffe, dann kommen die Leute nicht. Das ist ein bisschen ein Problem. Das werden wir, glaube ich, tatsächlich... Ach geil, Lina, das ist auch ein großartiges Spiel. Wir unglaublich viel Geld zahlen müssen. Das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Wir verlieren Geld, Pia. Ist der Papst gestorben? Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, sieht so aus. Nee, Moment. Ja, ist ein neuer Papst. Ein neuer Papst, Papst Leo. Und er ist nicht unzüchtig, noch nicht. Aber ich mag ihn, er ist gierig. Ich hoffe, dass er meine Tochter hinbekommt. Er ist mitfühlend und gerecht. Ich hoffe, damit kriegt sie den Sadismus noch ausgetrieben. Die Ablässe kosten mittlerweile 218. Was? Ich komme da nicht gegen an, gegen diese Inflation. Ich frage mich, woran das liegt, dass es teurer wird.
Oh, mein kleiner Sohn kann auch unersättlich werden, das will ich nicht. Ja, aber unersättlich passt leider am besten. So die Mutter, so der Sohn. So, ich habe jetzt ein paar Titel verkauft, um noch mehr Söldner mir leisten zu können. Preisanpassung wegen neuem Management. Oh, Leute. Ich habe halt die ganze Zeit meinen Mordkomplott basically ready. Aber ich kann ihn einfach, also ich hätte den vorher easy gehabt. Aber jetzt habe ich ihn halt nicht. Weil, also super ärgerlich, weil ich jetzt in der Schlacht bin, ne? Das ist halt. Ja. Dankeschön, Nura, für die 15 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Es ist soweit. Mein Mann ist gestorben an Altersschwäche. Werte Halfdan, welch Unglück. Ich mag euch zwar nicht geliebt haben, und doch setzt mir euer Ableben deutlich mehr zu, als ich es für möglich gehalten hätte. Ihr wart immer mich da, immer an meiner Seite. Habe ich euch als gegeben hingenommen? Es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Ich hoffe, ihr findet euren Frieden, Halfdan. Jetzt sind wir bereit, die Macht an uns zu reißen. Jetzt hält uns kein Ehemann mehr zurück. Mein Chat feiert, dass mein Mann gestorben ist. Ich weiß nicht, ob ich mir Gedanken machen sollte. Ich weiß. Ja, ach was. Gut, der Gegner hat 4500 Mann. Willst du mir nicht gegen die Muslime helfen, Pia? Sobald ich das geklärt habe hier mit meinem Lehnsherrn, auf jeden Fall, ich kann mich nur nicht einkerkern lassen. Ich dachte, das wäre dein Mann gewesen. Nein, mein Lehnsherr ist der, der mich einkerkern möchte. Ja. Aber die Sache ist, ich muss ja jetzt an der Stelle nicht neu heiraten, ne? Ich habe das ja. Okay, das ist jetzt eine Herausforderung. Ich habe ein Buch gefunden, das beschreibt, wie die alten Ordensmitglieder durch Trance und ekstasische Visionen mit den göttlichen Mächten Zwiesprache hielten. In unserer heutigen Zeit erscheinen mir diese Praktiken sonderbar, aber vielleicht kann ich ja etwas aus ihnen lernen. Ja, das klingt ja bis jetzt nicht schlimm. Das sind ja alte Ordensmitglieder. Wir werden, das ist ja fein. Gläubige Christen. Ja, das ist alles fein. Das ist ja kein Problem dahinter. Sicher, dass es Altersschwäche war oder etwa nicht Altersschwäche ausgelöst von und Maurice? Nein. Gut, die verfolgen mich jetzt hier richtig. Maurice würde meinen Ehemann nicht töten. Was hätte er davon? Das stimmt, es bringt ja kein Gold. Oh, ich bin eine weise Frau geworden. Ich bin eine weise Frau geworden. Das ist ja spannend. Du glaubst ja eher, einen roten Draht zu Gott zu haben. Dir, das passt richtig gut tatsächlich, ja. Also vor allem, nachdem mein kleiner Sohn Gottes Sohn ist, passt das ja wundervoll. Ha, was mich daran erinnert, dass der noch eine Sprache erlernen muss. Kind eine Sprache lernen lassen. Du musst unfassbar dringend Italienisch lernen. Aber wir haben, glaube ich, wir haben niemanden, der Italienisch kann auf dem Hof. Ich muss mir eine Italienerin auf den Hof holen. Sind diese Männer alle schon verheiratet? Er verliert ein bisschen Truppen, weil er keine Versorgung hat. Aber der Krieg ist gleich verloren. Ich muss jetzt tatsächlich dann rein mit maximalen Söldnern. Jetzt warte. Kann ich mal kurz pausieren oder auf 1 schalten? Ja, klar. Weil das ist jetzt tatsächlich hier. Lasst uns die maximalen Söldner, die wir kriegen können, nehmen. Wir gehen dafür ein bisschen ins Minus. Hallo Gonvolan. Nee, ich brauche Maurice nicht, das Ehemann. Der hat meine Tochter geheiratet und der hat Liebesbläschen. Also, die mag ich vom Namen her. Die haben Schatzmeister. Keinen Grund. Namen. Wobei, der hat einen besseren General. Komm. Auf geht's. Und dann rein. Das müssen wir jetzt gewinnen.
Heirate doch selber einen Italiener wegen der Sprache. Ich will ja knapp nicht noch einen. Und wenn nicht, dann war wohl wahrlich der Herr nicht mit uns. Wir haben ja den deutlich... Nee, die haben auch einen richtig guten General. Okay, aber das könnten wir schaffen. Wenn wir das jetzt gewinnen, dann ist dieser Krieg noch unser. Und wenn nicht, haben wir ein großes Problem. Oh Gott, er ist schon bei -99%. Ich hoffe, die Schlacht geht davor aus. Oh, das wäre richtig blöd. Wenn wir die Schlacht jetzt noch gewinnen, aber er vorher die 100 bekommt. Nein, bitte nicht. Ah, ich glaube, das wird genauso kommen. Ah, ist das schlimm. Ja, er ist bei 100. Nein. Lässt uns die KI noch die Schlacht zu Ende schlagen? Nee. Ah, das war hart. Das war jetzt richtig scheiße. Ah, ich habe noch Geld für die Söldner ausgegeben. Nee, jetzt kein neuen Mann, am besten unabhängige, mächtige Witwe bleiben, bis der Sohn alt genug ist. Ja, auf jeden Fall. Das tut weh. Ich habe gedacht, wir kriegen das noch hin. Jetzt werde ich hier überfallen. Sag mal, geht's noch? Das war vernichtend, ey. Alter Schwede, die Schulden. Wir sind so verschuldet jetzt, weil wir dem so viel Geld geben mussten. Das tut weh. Mein Bein. Aber das gibt Rache an König Fernando. Wenn der sein Bündnis geehrt hätte, der ist der Mann meiner Tochter und wollte trotzdem nicht in die Schlacht kommen. Ich kann zwei Mordkomplotte parallel fahren, glaube ich, ne? Ich schaue sicherheitshalber. Nee, da brauchst du einen Perk dafür. Ja, ich glaube, ich habe das Perk, glaube ich. So, ich lass mich mal gucken. Habe ich das Perk? Anstifter, das ist doch das, oder? Ich glaube, ja. Maximale feindselige Komplotte plus eins. Jawohl, ich kann zwei Morde gleichzeitig führen. Ich werde mich jetzt komplett an meinem Lehnsherrn rächen für das, was er macht. Und ich werde seine Familie ausrotten. Ich habe auch gerade angefangen, den Sohn. Der hatte meinen Sohn. Der hatte meinen Sohn. Boah, what? Das hatte ich nicht mal gesehen gehabt. Es wurde bei mir geplündert und die hatten meinen Sohn, meinen Erben quasi gefangen genommen, die Plünderer. Und ich habe die gerade abgefangen, bevor sie ins Meer geflohen sind und habe meinen Sohn zurückgeholt. Frech. Oh, Kid ist auch gestorben. Der ist jetzt, ich habe ihn in diesem Krieg wohl verheizt. Dankeschön, für den Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, das ist super nett. Vielen lieben Dank und hallo Exby. Dein Char sieht halt auf der einen Seite voll nett aus, auf der anderen Seite will man sich wirklich nicht mit ihr anlegen. Sie ist auch voll nett zu anderen Kirchenmitgliedern, die fromm sind. Gibt ja keinen Grund, Angst ich vor ihr zu haben. Eine Erfinderin will mir ein Fluggerät bauen und ich will das haben. Ich bin abgestürzt. Mein Typ hat echt gar kein Glück. Ernsthaft? Ich hätte jetzt die Eigenschaft der Fliegende bekommen können. 50% Deine Gesundheit Chance. Sieht ja nicht so gut aus gerade. Meine Gesundheit ist, ja, nee, meine Gier und mein, Trunkenbold verwundet, fettleibig, der wird es nicht mehr lange machen. Das ist aber auch okay, so wenig Geld wie der hat, ist das Leben eh nicht mehr lebenswert. Das aber ich weise dich übrigens darauf hin, ne? Also, wenn du einen Kriegsgrund gegen Kastilien brauchst, ist es nicht tiefste Ketzerei, dass der gesehen hat, wie ich hier gegen einen muslimischen Herrscher kämpfe und mich nicht unterstützt hat? Ich versuche da gerade, meine Tochter rein zu verheiraten. In Kastilien. Das ist aber... Ja, das finde ich wiederum... Das ist ja dann auch da ist ja meine Tochter auch, ne? Königin Saura ist ja meine Tochter. Ja. Aber. Ich sehe halt eher ein Problem mit meinem eigenen Lehnsherrn. Also, ich möchte eher Galizien für mich holen. Also, nicht
weil ich glaube, dass mir Galizien zusteht, sondern weil ihm Galizien nicht zusteht. Mm. Also ich nehme mich quasi dieser furchtbaren Situation an, zu der ich gezwungen werde, die ich gar nicht annehmen möchte, weil das ist grausam, dass das von mir verlangt wird. Ja, das stimmt, das stimmt. Du Aber Arme. Er kann auch einfach nicht, er kann auch einfach nicht König bleiben, er kriegt das nicht hin. Dieser Krieg muss enden, damit ich ihn endlich töten kann. Alter, diese massiven Schulden. Das ist so schlimm. Für einen so gierigen Charakter wie meinen. Ich habe minus 700 Gold. Und ich hätte diesen Krieg ja sogar noch gewonnen. Das war auch ein bisschen dumm, dass ich diese Söldner geholt habe. Kurz davor, um doch noch das Ruder rumzureißen. Die haben mich ja dann gerade das Geld gekostet, dass ich jetzt noch diese Schulden habe. Vielleicht kann ich irgendwen anderes noch erobern, während ich hier Scheich Wapp zu irgendwelchen Verbündeten. Ja, der ist leider mit auch einem Schwachen. Minus 700 Gold ist halt schon extrem. Wie ist das passiert, Maurice? Ja, ich habe einen Krieg erklärt und ihn verloren. Dann musst du ja Reparationszahlungen zahlen, die massiv waren. Oh. Und das Blöde war halt tatsächlich, dass ich war eigentlich viel stärker als der, aber halt mein Verbündeter hat mir die Bundstreue verweigert. Und dann hat der andere sich recht viele Söldner geholt. Und nee, Kalle kam gerade an, verloren. Eine verlorene Schlacht nimmt dich jetzt halt in dieser Phase, in der wir gerade sind, ziemlich lange raus. Dann brauchte ich eine Weile, um eine Armee zu regenerieren. Und er hat derweil. Und dann habe ich wirklich noch im letzten Moment noch, konnte ich noch Söldner anheuern und bin dann, als der Krieg auf 99% stand, war ich kurz davor, noch eine Schlacht zu gewinnen, um es zu verlängern. Und dann ist es auf 100 gegangen. Und dann habe ich quasi mit. Das war richtig blöd. Aber vor allem habe ich. Und ich hätte eigentlich damit rechnen sollen, weil das war letztes Mal schon mal ein Problem, dass der Verbündete nicht kommt, weil ich so unsympathisch bin. Ich habe halt die Verbündeten mit eingeplant gehabt und dachte, es wird ja easy. Wurde es dann nicht. Aber wurde es dann nicht. Nein, nein. Ja, es wird auch bei mir gesagt, hol Kastilien, weil es nicht geholfen hat. Ja, Kastilien ist leider stärker als ich. Das ist das Problem. Der weiß auch, dass er mir nicht helfen muss, weil er nicht auf mich angewiesen ist. Ja, ist immer noch der Mann meiner Tochter, ja. Okay, er ist auch gierig, also ich verstehe es irgendwo. Aber er ist gierig und verschwenderisch. Wie geht das denn zusammen? Ich darf mein Enkelkind ausbilden. Ich bin sehr glücklich. Also ich werde auf jeden Fall jetzt hier versuchen, seinen Sohn umzubringen. Das ist mein eigener Enkel, aber man muss ja irgendwie. Ich habe 37% Erfolgschance. Du versuchst deinen eigenen Enkel zu töten. Ja, als Strafe. Zeichen an den König. Ja, also. Das ist halt schon ein krasses Zeichen. Also wenn du da quasi sagst, ich töte sogar meinen eigenen Enkel, dann ist ja, also, das ist schon eine heftige Ansage. Ja, aber nur wer heftige Ansagen macht, wird respektiert, Pia. Ja, ich wollte das auch gar nicht in Frage stellen, also. Ja. Kann ich meine Tochter nicht einfach für Geld verheiraten? Dass ich dem irgendwem gebe, der mir Geld dafür gibt. Das wäre doch was. Also quasi anstatt von Bündnistreue oder sowas. Mein Sohn hat auch nicht genügend Geld, dass ich von ihm Geld fordern kann. Ich kann bald wieder meine Untertanen erpressen. Da kriegt man ja ein bisschen Geld. Ja, in einem Jahr kann ich. Diese Geschichten, die hier entstehen. Kannst du nicht von der Kirche Gold fordern, ne? Ich glaube, ich bin nicht ganz fromm genug dafür. Ja, vor allem haben wir einen neuen Papst. Da muss man sich jetzt langsam wieder hocharbeiten. Ja, und das Problem ist auch da wieder. Er ist leider auch gierig. Der Papst. Und ja.
Das erklärt vielleicht, warum die Ablässe teurer geworden sind. Und er findet mich auch zu hässlich. Das ist wirklich das Problem. Ich bin so hässlich, dass es mir im Leben... Es ist wirklich, mir werden im Leben Türen verschlossen. Dadurch, dass ich zu hässlich bin, weil wir in einer oberflächlichen Gesellschaft leben. Ich meine, die Sache ist, in dem Fall, mein Typ hat ja auch keine inneren Werte. So ehrlich muss man sein. Aber das Tolle ist, das erkennen die Leute nicht. Mein Typ hat auch keine inneren Werte. Ich liebe es. Wie ehrlich einfach, wie schamlos ehrlich. Ja. Guck dir an, er ist gierig, arrogant und unersättlich. Aber das ist nicht, was die Leute an ihm unsympathisch finden. Das sagt halt wirklich was, ne? Unsympathisch finden sie, dass er bucklig ist. Das sagt wirklich viel aus. So, während ich das Gelände meiner Festungsanlage besichtige, tritt ein Dorfältester an mich heran. Große Fürstin, bitte habt Gnade mit uns und rettet unser Dorf vor der Tyrannei von König Fernando von Kastilien. Unsere Siedlung viel zu lange vernachlässigt. Die Leute sehnen sich nach einem neuen Herrscher. Sie sehnen sich nach euch, Herrin. Aber nein, das geht ja nicht, oder? Die Bauern können sich ja nicht nach einer weiblichen Herrscherin sehnen. Ja, aber sie wollen ja nur, befreit werden. Aber wovon ist der denn? Wobei ich hasse den Typ ja, ne? Aber sie wollen befreit werden. Sie wollen Gottes Befreiung haben. Aber das Problem ist halt, dass der Dude, ich stehe mit dem halt gut. Ja, ich eben. Hat der irgendwelche sündhaften Eigenschaften? Nee, ich kann das nicht machen. Egal wie gierig ich bin, ich kann das nicht rechtfertigen. Ich sag dem jetzt, sie müssen zu ihrem König stehen. Ja. Hilft nix. Müssen sie. Nimmst du jetzt meine Tochter? Ah, langsam. Stückchenweise. Ich krieg da meine Tochter noch in das Haus. Dankeschön, Tobias, für den Prime-Sub und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, das ist sehr nett. Vielen, vielen lieben Dank. Und hallo, Timmy. Mein Hof ist erbärmlich, weil ich... Oh, jetzt wird der Typ hier gerade richtig fertig gemacht. Der Elfjährige. Aber von einem anderen Muslim. Scheich Wab ibn Abd al-Malik. Wo ist denn der? Wie schafft der das denn, den Platz zu machen? Wahrscheinlich auch mit Söldnern. Ja, ist natürlich nur gerecht, wenn die sich gegenseitig verprügeln. Warum hätte es nicht ein bisschen früher passieren können? Ich glaube, ich muss daraus lernen, ein bisschen opportunistischer zu sein. Angreifen, wenn der Feind eh schon geschwächt ist. Auf jeden Fall. Min-Maxing der Ressourcen. Ja, ja. Ja, ich glaube auch König Sancho der Schäbige. Also man muss wirklich sagen, wenn er jetzt so verschuldet stirbt, dann ist er auf ganzer Linie gescheitert. Er ist ja angetreten, um den Reichtum zu kriegen, der ihm zusteht. Wenn er jetzt derart verschuldet in Armut stirbt und von allen gehasst, das ist ja wirklich... Also er ist kein Mensch, mit dem man Mitleid haben kann. Und man hat es dann fast trotzdem irgendwie, ne? Verstümmelt, entstellt, gehasst von allen, verschuldet bis zum geht nicht mehr. Also er wird halt in die Geschichte eingehen als einer der grässlichsten Herrscher aller Zeiten. Und die Traumfängerin schreibt bei mir, weißt du, so ein poetischer Name. Und die erste Nachricht im Chat ist, ein bisschen verdient ist es schon. Alter. Wow. Wow. Willkommen im Chat, die Traumfängerin. Schön, du hast danke dich für gut diesen erbaulichen... Ja, für diesen erbaulichen Kommentar. Schön, schön, dass du da bist. König Sancho, der Schäbige, freut sich, dass du hier bist. Ich meine, er hat es immerhin zum König gebracht. Mit Hofprachtstufe 0, weil wir kein Geld haben für einen prächtigeren Hof, weil es auch Geldverschwendung wäre, ne? So. Was haben die eigentlich für komische Namen in Galizien? König Hermenxildo, der zweite Hermenixeldes. So, ich bin aus irgendeinem Grund dem Tode nahe, weil ich gebrechlich gerade auch noch geworden bin. Oh. Das gefällt mir nicht. Aber was wir jetzt an dieser Stelle noch machen können, ich habe deswegen ganz kurz Pause gedrückt, weil alles ein bisschen sehr viel ist auf einmal. Dann gehe ich kurz aufs Klo, das Piss trifft eh ganz gut, dann bin ich gleich wieder da. So, den Ablass haben wir uns geholt. Das war sehr wichtig für uns. Unser Sohn ist halt erst 12. Das ist nicht so gut, aber wir haben eigentlich unsere anderen Angelegenheiten erledigt.
Du solltest noch eine Sprache lernen. Die lernt schon eine Sprache. Mein Sohn sollte noch eine Sprache lernen. Das sollte ich noch machen, auf jeden Fall. Will ich für dich noch einen Ehepartner finden? Oder ich würde sie halt so gerne hier in dieses Haus rein verheiraten. Nicht in dieses, sondern hat sich das aufgespalten gerade? Nee, Kastilien, hier ist es. Ich würde sie halt so gerne hier hinein verheiraten. Aber ich habe schon zu viele Bündnisse. Deswegen möchte er das nicht. Ich habe zu viele Bündnisse. Das ist schade, aber das vielleicht funktioniert das dann, wenn der Sohn übernehmen sollte. Mir geht's gut. Dankeschön, Taxi, der Nachfrage. Das ist sehr nett. Ich finde es nicht schlimm, wenn man das fragt. Mir geht's super. Danke für die Nachfrage. Das ist super scheiße, dass meine Frau jetzt quasi hier gebrechlich wird. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie jetzt stirbt, um ehrlich zu sein.